zweiten, letzten Aue-Elf, das Stadtkommando. Hey!
Das ist ganz egal. Hauptsache Battle. Ja, vom Leid ist voll cool in Graz. Also Wahnsinn, ich bin sowieso ein ewiger Battle-Fan. Wir haben ein paar Tage Russische gefahren und so eine Chance soll Gott nehmen. Super. Flugnummer LH342. Ready for boarding! So, liebe Viertelfans, der Kapitän, wir haben Salzburg hinter uns gelassen. Das heißt, wir beginnen jetzt unseren Anflug auf Graz. Verbleibende Flugzeit dorthin wird noch etwa 20 Minuten sein. Wir werden pünktlich landen. Alles gut. Die im Jahr bevor auch schon, weißt du, IPD, die neueste Treffenbrüche des Tagesburger ISO, BA. Wenn du mal einen Hitler bist, hast du Zeit. Jetzt ist Ding, das werden wir auch jetzt zu machen. Ja, also wir sind ja von Frankfurt hierher geflogen, haben es gewonnen, haben uns beworben mit einem Bild. Und ja, dann sind wir hier gelandet und sind mit dem Bus hierher gefahren und standen ganz vorne an der Ecke und konnten ihn auch schon die Hand schütteln. Ja, und jetzt durfte ich noch vorne an die Bühne zu ihm. Ja, super spannend, aufregend, Gänsehaut. Ja. Alleine das Auto, wie er hier gefahren ist, der Sound ist absolut geil. Geil. Ich muss sagen, das war auch, weil ich heute Geburtstag habe, ist ein geiles Geburtstagsgeschenk für mich. Ich war direkt vorne am Gitter. Also den Donut habe ich hautnah und auf Film. Nee, war super, war ein Traum. Also wirklich toll organisiert von Red Bull. Recht schönen Dank. Also wirklich, wir können uns nur im Namen des Fanclubs oder ich im Namen des Fanclubs recht herzlich bedanken für die Einladung. War ein wunderschöner Tag. Sebastian hautnah erlebt. Haben ihm ein Geschenk von der Stadt Heppenheim überreicht. Also was will man mehr? Ja, super. Ich meine, wenn man sich umschaut, unheimlich viele Leute da. Der Kurs war zwar unheimlich eng, aber trotzdem, glaube ich, war es ganz gut. Und für die Leute einfach mal ein Formel-1-Auto zu sehen, glaube ich, ist immer was Besonderes. Ja, als österreichisches Team, glaube ich, ist es für uns auch wichtig, nach Österreich zu gehen. Und heuer oder dieses Jahr in Graz war was ganz Besonderes. Und ja, wenn wir natürlich in so einer tollen Position sind, dass man sich aussuchen kann, wo man hingeht, ist es ein gewisser Luxus. Und natürlich kann man es nicht jedem recht machen. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir in Zukunft noch ein, zwei Mal die Gelegenheit dafür. Wunderschöner Tag nach diesem Saisonfinale. Sebastian in meiner Heimatstadt zu haben und bei so einer Kulisse, super. Nein, es waren immer irgendwelche Aktivitäten, Verpflichtungen und so langsam sitzt das jetzt erst, was wir da erreicht haben. Vor 4, 5 Jahren, wenn uns einer gesagt hat, dass wir einmal gewinnen, hat man gesagt, naja, das ist der Traum, jetzt sind es 3 Weltmeisterschaften, dann mit Red Bull im Hintergrund, also ich will jetzt nichts mehr ausschließen. Ja, wir haben ja 70 Kilometer von hier, einer der schönsten Rennstrecken der Welt. Und der größte Traum oder sagen wir, das Superfinale wäre, wenn dort auch wieder ein Formel-1-Rennen stattfinden könnte. Dieses goldene Buch hatte eine sehr lange Tradition. Ja, das hat in Graz eine lange Tradition. Ich habe selbst vor 10 Jahren die neueste Auflage quasi ins Leben rufen dürfen. Mein erster Gast war Michael. Wir haben ungefähr 25 Showcar-Renns rund um die Welt. Einer ist irgendwo am gleichen Datum jetzt in Südamerika,
Aber, meine Herrschaften, das ist der einzige, wo der Vettel im Auto sitzt. Das unglaubliche Ende eines Jugendtraums, und es tut mir wahnsinnig leid, dass unser unvergesslicher Jochen Rindt das nicht miterleben kann, aber er war eigentlich derjenige, der den Formel-1-Sport in Österreich bekannt gemacht hat, der erfolgreich war und der ihm auch die Wertigkeit gegeben hat, die es jetzt hat. Und ohne ihn gäbe es keinen Red Bull Ring und all die anderen Aktivitäten, die wir rund um den Motorsport haben. Ja, wenn man dann zurückschaut, wie schnell das alles ging und wie viel wir in den letzten Jahren erreicht haben zusammen. Und wenn man dann versucht, das Ganze ein bisschen in Relation zu setzen zu anderen, was andere erreicht haben und ist schon außergewöhnlich. Der Red Bull Ring ist ja nicht so weit entfernt, also Spielberg ist ja nur ein Katzensprung von hier und wir hatten mal bei der Einweihung die Chance, mit Formel 1 ein bisschen zu fahren und die Strecke ist absolut tauglich, also warum wir da nicht mehr fahren, weiß ich jetzt nicht, aber in der Zukunft, warum nicht? Du würdest es wünschen? Ja, absolut, also es wäre dann praktisch unser Heim-Grand Prix. Ja.